Moin. Steffen vom Ordnungsamt Stadt Kiel. Sie dürfen hier einen Hund nur angeleint führen. Nein. Stellt eine Ordnungswidrigkeit dar? Ja. Dafür möchte ich einmal Ihre Daten aufnehmen. Ja. Nein. Okay. Gut. Das war's dann schon. Tut mir leid. Meistens sprechen wir Leute an, muss man ja leider so sagen, nicht weil sie etwas gut machen, sondern weil halt etwas dagegen spricht, gegen das Handeln. Und also das ist ja verständlich. Also das ist ja einfach eine Sache der Natur, dass dadurch halt Konflikte entstehen. Und die einen sehen es halt gelassen, wie eben gerade die Hundehalterin, die ihren Verstoß eingesehen hat. Dann aber halt auch natürlich Personen gibt, die halt damit überhaupt nicht d'accord gehen. Ihr Revier ist der öffentliche Raum. Dort sorgen Peter Steffen und Mats Lange als Außendienstler des Ordnungsamtes dafür, dass Gesetze eingehalten werden. Wenn man jetzt so die Corona-Zeit hatte, die ist ja nun gerade, Gott sei Dank, so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Da war es teilweise schon hart. Dann waren halt die kleinsten Treffen auch verboten. Da wurden 18-jährige Geburtstage im Park gefeiert, dass man untersagen musste. Das war teilweise schon auch, naja, nicht unbedingt schön, aber das bringt der Job halt mit. Seit 2019 ist der Kommunale Ordnungsdienst, kurz KOD, auf den Straßen Kiels im Einsatz. Sie sind keine Polizisten, übernehmen aber Aufgaben, die weit über das reine Knöllchenschreiben hinausgehen. Ja, wir sind hier Niemandsweg. Wir machen mal eine kurze Fahrzeughalterkontrolle. Moin. Do you want to carry the car? Over, STO, nicht gut, kaputt, like, трубуй каков. Аккумулятор, STO. Okay. Ja. Volkswagen, подъехала полиция, может, просто не могу перевести через телефон, потому что мы хотим на STO забрать. Hey, Sergey, ich brauche mal deine russischen Übersetzungsfähigkeiten. Ich habe hier jemanden mit einem polnischen Auto, spricht aber nur Russisch, die wollen ihn jetzt verladen. Und ich will einmal wissen, wie lange das Auto hier gestanden hat und wo das jetzt hinkommt. Er hat auch keinen Schlüssel. Ich meine, ihr kann jetzt ja nicht irgendjemand irgendein Auto abschleppen. Ja, auf jeden Fall. Da können wir jetzt sagen, dass sein Bruder, ob er jetzt per WhatsApp die Papiere... Ja, sag ihm das mal. Ja? Da, ich слышу. Слышите меня? Да. Ваш брат может по WhatsApp или еще по как-нибудь прислать? Он будет завтра, он будет, точнее, в понедельник в Берлине, тогда пускай машина стоит здесь, в понедельник он с документами ее заберет. Так будет правильнее, согласны? Окей, все. Да, коллега вас слышит. Ja. Kollege Sergej vom KOD rät erst einmal die Personalien aufzunehmen. Ja. Und dann kommt sein Bruder und dann holen sie das Auto mit seinem Bruder. Ja. Er muss mir erstmal beweisen können, dass es sein oder des Bruders Autos ist. Yeah. Weil ich sag jetzt kann ja jeder vorfahren und einfach das Auto mitnehmen und sagen, ja, gehört ihm. Also, das stimmt. Das wäre jetzt erstmal in dem Sinne quasi Diebstahl. Deswegen, er muss erstmal seinen Besitz beweisen können. Ja, wir haben jetzt erstmal quasi das Entfernen des Fahrzeuges, ja, was heißt untersagt, aber halt gesagt, die sollen hier mit dem Schlüssel und mit Papieren wieder auftauchen und dann das Fahrzeug mitnehmen. Weil es halt für uns erstmal nicht offensichtlich ist, wie die Besitzverhältnisse sind. Plötzlich stellt Kollege Mats Lange fest, das Auto ist unverschlossen und schon lange nicht mehr gefahren. Ich schau mal nach Finn. Er hab sie. Zahnriemen und so ist auch nicht drauf, also ist ja überhaupt nicht fahrbereit. Mats, nimmst du ihn schon mal mit 90.004 bitte auf? Okay, Nachname. Cesar Zeppelin, Anton Kaufmann. Ey, das kriegen wir nicht zu. Zentralverriegelung ohne Batterie funktioniert nicht. Wir haben jetzt mit einem Sachbearbeiter Rücksprache gehalten, der für sogenannte Schrottfahrzeuge zuständig ist, wo dann auch Besitzverhältnisse, nicht betriebsfrei, umweltgefährdend, wie auch immer, ist ja quasi jetzt auch offen, das Fahrzeug. Letztendlich auch eine Eigentumssicherung für den eigentlichen Eigentümer. Und aufgrund der geschilderten Daten, die ich jetzt ermittelt habe und des Sachverhalts, wird das Fahrzeug sichergestellt, zum Abstellplatz von der Stadt gebracht, kriegt vielleicht auch eine Kralle um, man weiß es nicht.
Aber auf jeden Fall sorgen wir jetzt dafür, dass das Fahrzeug dann A, hier wegkommt aus dem öffentlichen Verkehrsraum und halt sichergestellt wird, gesichert wird. Bis der Abschlepper eintrifft, bleiben Lange und Steffen vor Ort. Moin erstmal an die Spätschicht. Ich würde euch einmal sagen, was so den Tag über bei uns so los war und was für euch noch ansteht. Zwei Schichten, 32 Mitarbeitende. Dienstgruppenleiter Erkan Bicak teilt die Kollegen so ein, dass immer mindestens zwei KOD-Teams unterwegs sind. Und das fast rund um die Uhr. Dann haben wir eben gerade noch eine Meldung in der Beseler Allee. Da soll wohl jetzt in großen Mengen wohl Salz auf dem Gehweg gestreut worden sein. Ich gehe mal davon aus, da ja am Wochenende es ein bisschen geschneit hatte. Die gehen auch davon aus, dass es aus dem Haus kommt. Soll wohl aber auch eine größere Menge sein. Könntet ihr euch auch einmal gerne da vor Ort anschauen. Philipp Hinz und Björn Hutzfeld übernehmen. Sie sind auf Großeinsätze genauso vorbereitet wie auf Kleinigkeiten. Kommt sogar mal die Sonne raus. Die Wache des KOD liegt direkt an der Kieler Förde, nahe der Innenstadt. Ein Haupteinsatzgebiet des Kommunalen Ordnungsdienstes. Zuständig ist das mobile Ordnungsamt jedoch für den gesamten Stadtbereich. Streifenführer Björn Hutzfeld fahndet nach dem gemeldeten Streusalz. Das ist ja was in den Fugen. Ach, das stellen wir nichts fest. Gut ist. Ich sehe jetzt, im Prinzip haben wir hier nichts. Ja, es ist ja wirklich, es sind minimale Stellen hier. Also wäre jetzt hier irgendwo ein kleiner Haufen, das wäre grenzwertig, dann kann man mal eine Ansprache halten, aber ich sehe jetzt hier nichts Verbotenes. Solche Bürgermeldung hat man auch manchmal, dem müssen wir natürlich nachgehen und wir haken den Fall jetzt ab, machen ein Foto für den Innendienst und geben das so zurück ins Büro. Leitstelle hört. AMM-Auftrag, Beseler Allee, keine Feststellung. In AMM dokumentiert. Ja, alles klar, das hat die Leitstelle verstanden. Kommunaler Ordnungsdienst, Bicak, guten Tag. In der KOD-Leitstelle laufen per Mail und Telefon Meldungen, genau. Beschwerden und Aufträge auf. Im Schnitt rund 30 pro Tag. Danke. Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Meistens geht es um Ordnungswidrigkeiten, keine Straftaten. Die sind Aufgabe der Polizei. Jeder, der sich beschweren will, kann beim Kommunalen Ordnungsdienst anrufen. Es gab schon Beschwerden, dass eine Katze im Haus die Tür kratzt und sie sich dadurch belästigt fühlt und sich auch ein bisschen eingeschränkt fühlt. Man denkt sich im Hinterkopf natürlich bei gewissen Sachen so, okay, dafür rufen sie jetzt bei uns an. Aber auch das ist in Ordnung, gehört auch mit dazu. Das geht mit dem Job einher. Da kann man halt nichts machen, außer gucken, dass man die BeschwerdeführerInnen irgendwie zufriedenstellt. Ich muss einmal ganz kurz rangehen. Kommunaler Ordnungsdienst, Bicak, guten Tag. Ja. Nee, alles gut. Das übernehmen wir gerne. Wir können den Fall bei euch abschließen. Alles klar, super. Ja, nicht mehr. Jo, tschüss. Sportler 51 21 von Sportler-Leitstelle kommen. Das ist unter anderem auch unsere Aufgabe, dass wir dann sehen, okay, was ist hier die Meldung und wie ist es am effektivsten abzuarbeiten. Und dann priorisieren wir hier in der Leitstelle das natürlich so, dass wir dann sagen, okay, ihr habt zwar jetzt den Auftrag XY, lasst das bitte stehen, wir haben jetzt gerade die Meldung über diese Beschwerde bekommen, fahrt bitte dahin. In Kielgarten soll es aus einem Kamin stinken und qualmen. Den Auftrag übernehmen Mats Lange und Peter Steffen. War das das Rote hier? Der hier. Ja, also ich fand da hinten, hat das schon nach Plastik gestunken. Sie gehen dort einmal wöchentlich gemeinsam mit der Polizeistreife. Die geballte Präsenz der Uniformierten soll vor allem an Brennpunkten für mehr Sicherheit sorgen. Ich sage jetzt mal, das mag jetzt vielleicht nur so, so ein Labidarfall sein, nach Motto, qualmt ein bisschen und so weiter. Aber ich sag mal, im schlimmsten Fall kann es ja sogar sein, dass herauskommt, die Feuerstätte ist nicht abgenommen, gar nicht genehmigt, wurde illegal errichtet, darf gar nicht betrieben werden. Wie auch immer sich der Rattenschwanz dann zieht, ist das ja tatsächlich auch einfach eine Gefahr für die anderen Bewohner unter Umständen. Ne? Durch Brandgefahr, CO2-Gefahr. Moin, Ordnungsamt, jemand zu Hause? Jemand mit Kamin? Haben Sie einen Kamin, mit dem Sie heizen? Haben Sie einen Kamin?
gehört. Mats, du bist richtig weiß hinten. Was? Jetzt hat die Frage, ob die Tür dahin führt, da oben. Ja, alles klar, ist lackiert. Ja, also letzten Endes gehört ja Ermitteln zu unserer Tätigkeit, um einfach so viele, ich sag jetzt mal, Beweise zu sammeln, zu sichern, wie es halt nur geht, damit es halt nachher auch gerichtsverwertbar ist im schlimmsten Fall. Ich muss jetzt nur Daten aufnehmen, dann sind wir fertig. Die Verursacher des stinkenden Qualms sind ausgemacht. Wenn das Baureste sind oder ähnliches und dann, wie Sie gesagt haben, kleinsägen und in den Ofen tun, dann qualmt das sehr doll, es riecht sehr doll und Giftstoffe kommen aus dem Holz raus. Der KOD leitet die gesammelten Daten an die Umweltbehörde weiter. Der Fall ist jetzt soweit abgeschlossen. Der Innendienst weiß Bescheid. Und genau, die Beschuldigten, die Verursacher wissen auch Bescheid. Und der Rest passiert dann tatsächlich dann über den Postweg. Wir beginnen den Präsenzdienst am Hauptbahnhof mit den Kollegen von Haus 2. Also die übliche Runde. Auch am Kieler Hauptbahnhof sind der kommunale Ordnungsdienst und die Polizei regelmäßig gemeinsam auf Streife und entlasten sich so gegenseitig. Wir sichern euch dann ab, ne? Der Bahnhofsvorplatz gilt als Kriminalitätsschwerpunkt. Er ist als sogenannter gefährlicher Ort eingestuft. Hier darf die Polizei Personenkontrollen durchführen, ohne einen konkreten Tatverdacht zu haben. Irgendwas anderes dabei, Versicherungskarte oder Führerschein, wo ihr Gesicht drauf ist? Diese Frau ist kooperativ. Doch das ist nicht immer der Fall. Und dann ist das Risiko einer möglichen Auseinandersetzung hoch. Sie sichern die Maßnahme, dass von außen nicht gestört wird oder sollte da jetzt irgendwas sein, würden wir hier auch mit aktiv werden. Also jetzt gerade hat es eher bei mir Unsicherheit ausgelöst, weil ich auch meinen Personalausweis nicht mit habe. Aber grundsätzlich in der dunklen Ecke, wenn ich nachts unterwegs bin, was ich gerne manchmal bin, dann ist es schon ein Sicherheitsgefühl. Wie die Polizei ist auch der KOD für Gefahrenabwehr zuständig. Hier steht ein Auto im Kreuzungsbereich. Der Ordnungsdienst muss handeln, bevor es hier knallt. Sie dürfen hier nicht parken. Also ich weiß, also nur eine Minute. Und das, dann ist ich weiß, höre ich euch gerne, weil das wäre mit Vorsatz. Hier ist absolutes Haltverbot. Hier dürfen Sie nicht eine Minute, nicht 10 Sekunden, gar nichts. Sie blockieren hier die Fahrbahn und den fließenden Verkehr. Moin, ihr Herren. Sie befinden sich ja hier in einem gefährlichen Ort. Das liegt daran, dass wir hier einerseits mit Betäubungsmittelkriminalität zu tun haben. Auf der anderen Seite haben wir hier auch immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Jugendgruppen. In die Altersklasse passen Sie jetzt durchaus rein. Haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände oder verbotenen Gegenstände bei sich? Dann würde ich Sie einmal bitten, einer nach dem anderen, da vorne auf die Bank alles hinzulegen, was Sie in der Tasche haben. Wir fangen mit Ihnen an. Ja. Das geht nicht mehr. Alles aber hier verpackt. Das ist ja schon mal schlecht. Ist das ein Teleskopschlagstock? Ja. Das ist schlecht. Den Schlagstock stellt der KOD sicher. Deutlich zugreifen, ne? Also, wir werden das zur Anzeige bringen, werden das weiterleiten. Und dann bekommst du Post mit dem Anhörungsbogen etc. Kannst du dich nochmal schriftlich zu äußern. Die Mitarbeiter des KOD sind keine Polizisten, tragen zum Beispiel keine Schusswaffen. Aber sie werden für ihre Einsätze speziell geschult, lernen unter anderem Gesetze, Eigensicherung und Deeskalation. Das ist das Schöne, wenn der KOD dabei ist, dass wir als Polizei uns auf diese Kontrolle konzentrieren können, beziehungsweise die Abfragen machen können und die Kollegen dann halt das Umfeld abscannen und uns da dann quasi Störer oder irgendwelche Gefahren vom Hals halten können. Das müssten wir sonst zu zweit halt alles bewerkstelligen. Die Schicht des kombinierten Viererteams endet um 23 Uhr. Holstein Kiel spielt gegen Magdeburg. Hier sorgt der KOD dafür, dass die Zufahrten zum Stadion frei bleiben. Wir sind jetzt am Westring angekommen. Wir haben 5 Abschleppaufträge, die wir jetzt hier abarbeiten und dann nochmal Richtung Kohlensdorfer verlegen, um da zu schauen, welchen Bereich wir dort schleppen lassen. Als erstes Team sind Johanna Brückmann und KOD-Leiter Reiko Wengel am Einsatzort. Die 5 Autos auf dem Seitenstreifen müssen weg sein, bevor die ersten Shuttlebusse mit den Fans kommen. Dann bis gleich. Wengel sagt dem Abschleppdienst Bescheid.
ja, das hat gut geklappt. Die sind gut vorbereitet, sind mit zwei Fahrzeugen unterwegs. Dann haben wir das hier auch relativ schnell erledigt. Moin! Jetzt fängst du genau da an, wo wir noch nicht waren. Aber ich mach den Fix einmal fertig. Ja, aber mein Kollege sehr eifrig. Ab 9 Uhr gilt hier an Spieltagen absolutes Halteverbot. Gleich kommen die Fans. Mittlerweile ist Verstärkung eingetroffen. Mir wäre wichtig, dass ihr so lange hier bleibt, bis Martin und Tobi euch dann quasi hier ablösen. Jawohl. Ja, weil Brand nimmt die anderen beiden Autos jetzt auch noch weg und dann ist hier erstmal alles safe. Klingt nach dem Plan. So machen wir das. Klingt nach dem Plan. Gut. Rund 11.000 Fußballfans werden erwartet. Die Gäste aus Magdeburg reisen überwiegend in Bussen an. Auch die hat der KOD immer im Blick. Unser Aufgabenbereich ist im Prinzip alles hier so drumherum, ne? Dass hier also niemand irgendwie, wenn er aus dem Bus torkelt, da gleich in die Büsche rennt und da alles voll pinkelt. Und da gab es so beim letzten Spiel vor der WM-Pause wirklich ein paar unschöne Szenen. Da sind dann wirklich so 10, 15 Leute auf Privatgrundstück gegangen und haben sich da erleichtert, haben sich erbrochen. Und dass das natürlich so einen kleinen Sturm der Entrüstung bei den Anwohnerinnen und Anwohnern irgendwie auslöst, ist auch klar, ne? Wildpinkler sind noch keine in Sicht. Dafür wieder Falschparker. Irgendwie Fahrzeuge von euch dabei? Den fahrt mal weg, weil hier brauchen wir noch ein bisschen Platz. Moin! Wollen wir noch mal überlegen, was dieses Schild bedeutet? Was habe ich gesagt? Hast du mal Feuer für mich? Was habe ich gesagt? Hast du mal Feuer für mich? Ich fahre mal um. Dankeschön. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine andere Wirkung auf unsere Bürger und Bürgerinnen haben, wenn wir in einem gemischten Team unterwegs sind. Und es gab oftmals auch die Situation, gerade in der Anfangszeit, als wir draußen waren, dass wir vorher gewarnt wurden, Mensch, die Person, da ist gewisses Potenzial oder das könnte eskalieren. Und wir haben nie eine solche Situation dann mit diesen Personen erlebt. Und wer weiß, vielleicht können wir das ein bisschen uns auf die Fahne schreiben, dass das so dieser weibliche Einfluss war. Im Moment arbeiten beim Kieler KOD 28 Männer und 4 Frauen. In 2 Stunden ist Anpfiff. Ab jetzt unterstützen mittlerweile 3 Teams die anderen Einsatzkräfte. Sie sorgen vor allem dafür, dass die Bushaltestellen freigehalten werden und der Verkehr vor dem Stadion nicht in Stocken kommt. Der Einsatz ist hier erst zu Ende, wenn die Fans sich nach dem Spiel wieder auf den Heimweg gemacht haben. Sie haben uns gerufen? Zeitgleich in der Kieler Holstenstraße. Ja, danke schön. Moin. Hallo, grüß euch. Auf dem Hinterhof hier, oder? Genau, also... Philipp Hinz und Björn Hutzfeld wurden von einem Ladenbesitzer als Hilfe angefordert. Seit Tagen versperren fremde Gegenstände Eingang und Hinterhof seines Ladens. Und zwar das ganze Zeug hier war hier vorne versperrt. Ja. Und das habe ich nämlich rausgenommen, damit ich hier überhaupt Zugang habe. Und das stand schon seit einer Woche hier. Ich habe auch selber eine Zettelchen geschrieben. Ja. Bitte das entfernen, sonst wird das kostenpflichtig entsorgt. Das lag hier oben drauf. Aber die hat nicht drauf reagiert und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Ja, ja, das verstehe ich. Ob ich das überhaupt einmal wegwerfen darf oder... Haben Sie die Person dann auch angetroffen, die hier... Nein, leider nicht. Ich habe hier Stunden gewartet. Ja. Ich habe öfters bei der Polizei angerufen, ja, diesbezüglich. Und das hieß, dass das ist ein Privatgelände hier hinten und die dürfen nicht eingreifen, aber der versperrt den kompletten Ausgang, ja, Eingang hier. Das gleiche Problem sehen wir auch. Wir würden das Ganze trotzdem einmal aufnehmen mit Fotos und unserem Indiens weitergeben. Ja. Aber da sich das hier im privatrechtlichen Bereich befindet, sind Sie als Eigentümer... Da bin ich nicht Eigentümer. Okay. Ich bin auch hier nur Mieter. Ja, dann ist der Eigentümer eigentlich dafür verantwortlich. Ich habe erst mal zweimal bei der Polizei angerufen und das Problem gemeldet. Und das hieß dann, dass ein Privatgelände, da könnte man nichts machen. Aber jetzt sind die da, deshalb für mich alles wunderbar. Der Eindruck bestätigt sich. Hier hat ein Obdachloser sein Hab und Gut zwischengelagert. Eventuell mal eine Nachkontrolle nach 20 Uhr oder zwischen 20 und 22 Uhr, ja, oder sowas. Hausverwaltung nehmen wir noch mit auf. Ja.
geht jetzt erstmal an die untere Abfallbehörde. Ja. Die werden sich mit der Hausverwaltung auch nochmal in Verbindung setzen und dann schauen, dass man hier die Lösung findet. Okay. Wir versuchen, dass wir hier abends in den späten Stunden aber nochmal rumkommen, um dann vielleicht auch den Verursacher mal anzutreffen. Sehr und super. Das dann auch langfristig in geordnete Bahn zu bekommen. Okay, ja? Super. Vielen alles Dank. Da. Alles dann klar. Muss ich jetzt mal nichts weiteres tun. Hier, ne? Nee, alles gut. Okay, gut. Super, danke. Schönen danke Tag Ihnen. Ciao. Der Björn hier. Ja, wir machen einmal ganz kurz Kiellinie, ein kleines Stück. Und dann verlegen wir auch zu dem Auftrag. So der Plan. Oh. Moin. Halten Sie einmal bitte an. Geht einmal um den Handyverstoß ja auf dem Fahrrad. Genau, nehme ich einmal einen Personalausweis. Sie sind jetzt in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, müssen sich uns gegenüber auch nicht weiter äußern. Sie werden einmal angeschrieben, können sich dann immer noch zu äußern. Die telefonierende Radlerin muss mit mindestens 55 Euro Bußgeld rechnen. In Zukunft Handy bitte weg, wenn Sie fahren. Geht auch um Ihre Sicherheit. In einem Kieler Außenbezirk ist Mats Lange währenddessen mit einem Kollegen in ganz spezieller Mission unterwegs. Moin. 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 Hallo. Lange vom Ordnungsamt. Wir wurden vom Veterinäramt hergeschickt. Sie haben eine Hühnerhaltung. Sie halten Hühner? Ja. Wir sollen einmal kurz uns die Hühner angucken, wie viele es sind und wie die gehalten werden. Ja, können. Bitte schön. Der kommunale Ordnungsdienst arbeitet eng mit den anderen Ämtern der Stadt zusammen. In diesem Fall ging in der Veterinärabteilung eine anonyme Beschwerde über nicht artgerechte Hühnerhaltung ein. Lange und Kollege machen den Vorortcheck. Wir dokumentieren das einmal fürs Veterinäramt und dann sind wir auch gleich wieder weg. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Die endgültige Entscheidung treffen die Tierärzte der zuständigen Abteilung. Der KOD liefert mit den Fotos und einem persönlichen Eindruck der Lage die Grundlage dafür. Da sind wir mit durch schon. Das war schon von uns. Vielen Dank. Okay. Gerne. Darf dann ich noch ein schönes Wochenende, ne? Ja, gleichfalls. Danke. Zwanzig Fahrminuten entfernt wartet der nächste Auftrag. Da geht es um einen bellenden Hund. Der soll den ganzen Tag allein gelassen werden und dann zu gewissen Uhrzeiten halt durchgehend bellen, wenn er da ist. Und ja, da fahren wir jetzt hin und kontrollieren das nach. Beziehungsweise kontrollieren es und geben die Meldung dann ans Veterinäramt zurück, ob wir auch was feststellen konnten. Das war zu kurz. Hier gibt es Beschwerden über den Hund öfter mal. Ist das hier bekannt im Haus? Gibt es hier einen Hund? Über uns und okay, dann gibt es einen, der dauerhaft bellt, quietscht. Kann ich sowas nicht wirklich sagen. Alles klar. Gut, danke. Moin. Moin. Gibt es hier im Haus Hunde? Moin. Haben Sie einen Hund? Sie nicht? Nein, nein, allein. Ihre Nachbarn? Nachbarn. Haben Ihre Nachbarn Hunde? Ich glaube, kleine Hunde. Irgendwie welche, die auffällig sind, weil sie viel bellen und quietschen? Nicht, nein. Nicht bekannt? Nö. Alles klar, danke. Okay. Tschüss. Moin, hallo. Moin. Wir sind vom Ordnungsamt Kiel. Ja. Haben Sie einen Hund? Ja. Wir haben durch das Veterinäramt Beschwerden erhalten, dass der Hund tagsüber relativ häufig alleine ist. Ja, aber der Hund wird eigentlich dann immer zum Nachbar geschickt und zurzeit ist meine Freundin auch da die ganze Zeit. Okay. Also eigentlich, ja. Der da unten, der bellt oft, aber mein Hund, der wird immer abgegeben. Zwei Stockwerke tiefer. Der Hund ist zu Hause. Der Besitzer scheinbar nicht. Ich mache nochmal ein Foto vom Klingelschild. Ja,
Wir haben jetzt einmal aufgenommen, dass wir den einen Hundehalter, den vermutlichen Hundehalter angetroffen haben. Der Hund auch in der Wohnung war und aber keinen Ton von sich gegeben hat, aber sich im Haus ein zweiter Hund befindet, der aber auch erst beim Klingeln dann anfängt zu bellen. Wir hatten es jetzt ja, sind dran vorbeigelaufen, da kam kein Ton, wenn man geklingelt hat, kam was. Ja, das dokumentieren wir so und geben es weiter ans Veterinäramt. In der Innenstadt treffen Philipp Hinz und Björn Hutzfeld mittlerweile einen alten Bekannten. Heiko! Moin! Na? Also, moin, ne? Alles gut? Wie geht's? Nur kalt. Ja. War der schon mal im Kälteschutzcontainer jetzt? Ja, mir auf, so ekelhaft. Besser als auf der Straße. Ja, natürlich. Warst du jetzt schon mal los wegen Ausweis? Ja, los war ich schon. Geburtsurkunde ist bestellt aus Itzehoe. Cool. Wenn sie mal zu, dass du hochkommst. Oder mit dem Ausweis. Ich habe gearbeitet um diese Zeit, ne? Ja, sondern kümmere dich um den Ausweis. Ne? Bleib da am Ball. Ja, dann hast du ja Anspruch auf Sozialhilfe oder ähnliches. Und dann könnt ihr ja vielleicht zusammen untergebracht werden. Wenn du nicht so ein Sackgesicht wärst, dann würde ich dich umarmen. Aber dann nee, muss auch nicht sein. Heiko, bleib sauber, ne? Tschüss. Doch, die sind schon ganz korrekt, ne? Die haben mich schon zugedeckt nachts. Also die sind schon, die halten an, nicht weil sie uns verscheuchen oder weil wir hier schnurren oder... Ja, die sind schon ganz okay. Ne? Die fragen auch einen, wie es geht und ne, braucht ihr irgendwas oder stecken mal heimlich 1,50 zu oder. Habe ich nicht gesagt. Ja. Super liebe Menschen. Ne? Steht zwar Ordnung und Amt drauf, aber. Moin! Habt ihr da einen Auftrag oder was soll ihr da? Dann einmal ganz vorsichtig und dann könnt ihr nachher aber hinten rausfahren. Es kommt auch immer darauf an, wie die Person dann auf uns zugeht oder wie sie reagiert, wenn wir sie mit dem Verstoß konfrontieren. Na klar, wenn einer gleich gegen angeht, dann kriegt er halt die Fliete. Aber wenn man vernünftig mit uns im Gespräch bleibt und eventuell auch eine gute Ausrede hat, dann drücken wir auch schon mal ein Auge zu. Hallo, mal stehen bleiben. Hi, ja. Das ist eine Fußgängerzone. Das Radfahren verboten. Tut mir leid. Kommst du von hier? Ja. Ja? Ja. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Jetzt 13. Jetzt 13, okay. Ja. Fürs nächste Mal schieben, ja? Ja. Auch mit den Kopfhörern, man hört dich, du hörst die Bürger nicht, wenn irgendwas sein sollte. Ja. Dient auch deiner Sicherheit, ne? Ja. Schiebst du bitte in der Fußgängerzone, ja, ne? Danke. Ich bin aus München. Aus München, haben Sie einen Ausweis dabei? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass in München dieselben Verkehrszeichen hängen. Dann willkommen in Kiel und in Zukunft. Kleines bisschen auf die Verkehrszeichen achten, ja? Alles super. Okay, schönen Tag Ihnen. Die Schicht dauert noch 2 Stunden. Dann ist für heute Feierabend. Geradeaus, ja, links die Treppen hoch und dann kommen Sie in den Sophienhof. Aha, danke schön. Gerne. Doch schon morgen heißt es wieder, Einsatz für den Ordnungsdienst. Mhm.